Guten Morgen. Wird es bald bei Wasbeard Pay-Per-View geben? Das ist eine interessante Frage, weil so weit hergeholt ist das gar nicht. Ich kann schon vorwegnehmen, es wird es wahrscheinlich nicht geben, aber es ist derzeit ein Mittel, wo viele YouTuber darauf zugreifen, dass man über Patreon exklusiv Videos sich anschauen kann. Das heißt, Patreon ist eine Plattform, wo man Menschen unterstützen kann. Ich habe derzeit 33 aktive Patreons auf meiner Seite oder 32 und dort können diese Menschen, je nachdem wie viel sie denjenigen unterstützen, auf ein Reward zugreifen. Und einer dieser Rewards könnte ein Video sein. Und wenn das so ist, dann kann man einfach von Pay-Per-View sprechen. Das heißt, ich bezahle zum Beispiel $5 pro Monat, um so und so viele Videos von diesen Menschen zu sehen. Und das ist durchaus legitim und das kann auch jeder für sich selber entscheiden. Die Sache ist die, für mich, ich brauche Einfachheit, ich brauche Transparenz, weil in diesen Zeiten des absoluten digitalen Overflows von Produkten und von ja, zusammenhängenden Dingen, die einander bedingen und mit denen man Geld verdient, finde ich es extrem wichtig und ziehe auch dazu mein Video, mach es einfach. Oder auch das Video, wie man Top-Qualität zu einem kleinen Preis kaufen kann. Die beiden Videos verlinke ich euch. Die kamen in den letzten 2-3 Wochen. Könnt ihr auch einfach bei mir bei den Videos mal schauen. Dass ich es sehr, sehr wichtig finde, für mich persönlich einfach und transparent zu bleiben. Ich habe auch die Möglichkeit, oder ich gebe auch die Möglichkeit, dass man Produkte kaufen kann. Das sind die Bücher oder der Videokurs. Ich habe 2 Bücher geschrieben, beziehungsweise 3 Bücher geschrieben. Zum Zeitpunkt dieses Videos ist wahrscheinlich das dritte Buch kurz vor dem Release. Das ist Low Carb, der teuflische Trend. Und die anderen beiden Bücher, die kann man kaufen. Dann kauft man die und kann man die lesen. Entweder als E-Book-Variante für 9 Euro oder für 12 Euro bei Amazon als Buch, also als Papierbuch. Und das ist für mich so ganz einfach und klar. Und dann gibt es YouTube. Das sind halt Videos, wo jeder erreicht werden kann. Wo jeder kostenlos das konsumieren kann. Schaut die Werbung eventuell an oder schaut sie nicht an, je nachdem. Aber man kann sie ja wegklicken. Und dann kann man diese Videos dann halt eben kostenlos schauen. Selbst wenn man die Werbung schaut, ist ja trotzdem noch kostenlos. Und das ist ein einfaches Prinzip. Und dieses einfache Prinzip möchte ich eigentlich auch aufrechterhalten. Weil es ist nun mal so, dass ich bei YouTube zwar viele Menschen erreiche, aber nicht wirklich im Herzen erreiche. Und ich kann diese Menschen nicht inspirieren. Sie schauen mich, um sich zu unterhalten. Und oder was auch immer. Bei vielen Menschen weiß ich gar nicht, warum sie mich jetzt so schauen. Aber in erster Linie vielleicht Unterhaltung. So auf verschiedenen Leveln. Und diese Menschen, da es Unterhaltung zuhauf gibt, auch auf YouTube, die haben natürlich auch kein Interesse daran, etwas zu bezahlen. Warum sollte ich für etwas bezahlen, was ich auch andersweitig bekomme? Und das ist vollkommen legitim. Denn solange dann die Anbieter quasi scheinbar immer noch ihren Sinn in irgendetwas sehen, und das wäre auf das, was ich jetzt gleich zu sprechen bekomme, funktioniert das einwandfrei. Ich habe aber den Sinn, dass ich, auch wenn ich kostenlos YouTube-Videos mache, dass ich Menschen, die ich tatsächlich auch erreiche oder die auf so der Kippe sind zwischen ja, Unterhaltung, wir schauen uns das mal an und oh, da hat jetzt einen kleinen Samen in mich gesetzt, wie ich vielleicht ja, ökologischer leben könnte oder wie ich meine Gesundheit, wie ich mich selber verbessern könnte oder wie ich ethischer und damit auch eben zufriedener leben kann. Und das ist halt so wichtig. Und deswegen ist das eine, das YouTube, die Plattform, wo ich die Menschen erreiche, alle, und daraus kommt dann so ein Rückstrom an Energie, der die Sinnhaftigkeit begründet. Das heißt, die Anzahl derer, die ich dann erreiche aus diesem Riesenpool,
Das ist der Rückstrom der Energie. Und dieser Rückstrom macht sich dann eben durch Patreon zum Beispiel oder durch einmalige Spenden oder durch Pakete oder was auch immer, der macht sich dadurch bemerkbar. Und dadurch erkenne ich, hey, das, was ich tue, ich erreiche Menschen, ich helfe Menschen und diese Menschen helfen dann mir. Das ist dieser Rückstrom einer Energie. Das heißt, alle Menschen, die ja, das Video oder die meine Leistung, die kostenlos erbracht ist, ja, für sich irgendwie in den Wert ummünzen und sagen, hey, das finde ich total gut, die haben irgendwann das Bedürfnis zu sagen, okay, ich möchte dich auch unterstützen. Und das ist ja eben so dieser freie Kreislauf, dieser freie, ohne Zwang Kreislauf, das, wo ich auch die Zukunft sehe. Das, wo ich auch die Gesellschaft sich hinentwickeln sehe. Dass die Menschen einfach nicht sagen, ich will jetzt das für das. Sondern, dass die Menschen einfach von Herzen entscheiden und dass die Liebe viel mehr Einzug erhält in die Köpfe der Menschen und dass man, und vor allem auch in die Beziehung, dass man sagt, ich tue das, weil ich dich liebe und nicht, damit du bei mir bleibst oder damit du gewisse Regeln erfüllst. Und dahin entwickelt sich das. Und deswegen finde ich diesen Kreislauf sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und wenn ich jetzt die Menschen bei Patreon mit einem Reward ausstatten würde und sage, okay, ihr seht jetzt ganz exklusive Videos, dann wäre für mich das, weil ich genau weiß, wie der Mensch, der vielleicht bei YouTube die Videos schaut und sagt, hey, da gibt es vielleicht noch ein anderes Video und das würde ich eigentlich auch gern schauen, so, aber das ist jetzt nur als Patreon und da muss ich was bezahlen dafür. Und das verwässert das ganze System. Diese Verwässerung ist durchaus gewollt, ne? Weil dadurch man quasi nur einen kleinen Schritt, das ist bei vielen, wie gesagt, ich habe BWL studiert, oder bei diesen Newslettern, es ist auch dasselbe Prinzip. Man gibt etwas Kleines, ködert die Menschen und dann möchte man Geld verdienen und macht was Großes und dann, ja, dann holt man sie. Und wenn das im selben Segment stattfindet, wie Videoproduktion, dann ja, ist es im Endeffekt, ja, marktwirtschaftlich macht das total Sinn und ist auch nicht zu verurteilen oder so, weil manchmal kommt es auch einfach so aus einer natürlichen Entwicklung heraus. Zum Beispiel jemand macht Videos und dann macht er irgendwann einen Videokurs, weil er mehr in die Tiefe gehen möchte und dann ist das quasi auch dasselbe Prinzip und ja, das ist einfach so. Bloß ich würde halt gern diesen Cut für mich so setzen. Ich würde gern einerseits die Unterstützung als Energierückfluss haben, damit ich auch das Feedback bekomme, dass ich sage, okay, das sind jetzt die Patreons, das sind die Spenden, das sind die Pakete und das sind auch die lieben Briefe. Also das muss ja nicht immer nur rein materiell sein, sondern das kann ja auch auf einer Basis sein von Energie, dass wenn ich einen lieben Brief geschickt bekomme, einen handschriftlich geschriebenen Brief, den ich mir dann durchlese und der dann in Energie bringt. Und auch das ist halt eine Rückkopplung. Und das ist mir wichtig, dass ich halt diese ehrliche Rückkopplung habe. Und Patreon ist halt ein großer Baustein davon. Und wenn ich diese ehrliche Rückkopplung nicht mehr habe, sondern ich quasi Patreon wie so eine Pay-Per-View-Plattform handhaben würde, dann hätte ich diese Rückkopplung nicht mehr und dann hätte ich nicht mehr die Sinnhaftigkeit meines Tuns reevaluiert sozusagen. Weil ich kann das dann nicht mehr bestätigen, weil alles das, was ich liefere, dafür bekomme ich auf einer gewissen Zwangsebene Geld. Man kann das nicht erhalten, ohne dass man Geld bekommt. Natürlich kann man dann sagen, ja gut, dann muss er das nicht kaufen. Dann kann er wieder entpatronisieren und so weiter. Das ist richtig. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht verwerflich, das zu tun. Und ich gehe jetzt davon aus, dass ich das über die Plattform Patreon bei mir das nicht so sein wird. Aber ich persönlich brauche das für mich, diese Transparenz, diese Einfachheit. Ich kostenlos Videos, die täglichen Videos und die Menschen, die das gut finden, können mich freiwillig, auch nach ihren Möglichkeiten, mich unterstützen, wenn sie das wollen und das war's. Und dann eben wirklich Produkte wie ein Buch oder den Videokurs, den Tantra-Videokurs, dass man halt einfach eine Tantra-Massage lernen kann in 90 Minuten oder wie man für 50 Euro im Monat rohköstlich lebt. Einfach klare, in die Tiefe gehende Produkte, die auch als Produkte ausgeschrieben sind, die es dann auf entsprechenden Handelsplattformen auch gibt, die man sich dann käuflich erwerben kann und das als zweites. Und
das möchte ich einfach so beibehalten. Und das ist so mein Grundmindset, was ich habe. Und ich, ja, ich als Zuschauer finde oder würde das oder finde das auch, weil ich ja auch andere YouTube-Kanäle schaue, finde ich das persönlich angenehmer und da resoniere ich tatsächlich total damit. Und wenn ich ein Produkt kaufen möchte, dann möchte ich ein Produkt kaufen. Und wenn ich ein YouTube schauen möchte, dann möchte ich einfach nur YouTube schauen. Und ja, das ist so mein Mindset. Der Überhitzungsschutz vom Handy hat das Video beendet. Interessant, hatte ich bisher noch nicht, aber ich bin ja noch nicht lange hier in meiner neuen Wohnung und entsprechend wieder was gelernt. Ja, was haltet ihr davon? Könnt ihr das nachvollziehen, wie ich das sehe? Ist das für euch ein ganz anderer Ansatz? Wenn ihr, wer selber gar kein YouTube macht, habt ihr da ganz andere Gedanken dazu? Ich bin da gespannt, das zu lesen von euch, wie ihr das seht, insbesondere halt eben mit Patreon, ob ihr das wirklich als Unterstützungsplattform seht oder ob ihr dieses Potenzial durch was zu bezahlen und Rewards zu bekommen, das eben ja, einfach besser findet, um vielleicht auch, was ich mir vorstellen kann, in einem geschützteren Rahmen sinnvoll sich auszutauschen, weil bei YouTube ist es halt so, dass halt jeder darauf zugreifen kann und eben auch diejenigen, die einem nur unterhalten oder vielleicht auch nur stören wollen, was im Endeffekt auch nur eine Form der Unterhaltung ist. Und ja, seht ihr das dann vielleicht aus dem Blickwinkel? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Habt ihr schon einiges gehört und im Hintergrund bei vielen YouTubern gibt es sehr, sehr viele Gedanken, wo es darin geht, eben zu sagen, ich möchte über Patreon eben Videos anbieten, die halt nur eine bestimmte Menschengruppe sehen kann. Und ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, verurteile das nicht in irgendeiner Weise. Ich brauche für mich Transparenz und ich brauche dieses Energiesystem, diese Rückkopplung, um die Sinnhaftigkeit meines Tuns zu verifizieren. Aber ich finde das vollkommen in Ordnung, jedes an einer anderen Stelle. Ne? Also das nochmal ganz explizit. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Denn ich mache genug Unsinn und mache ganz viele Sachen, wo ich 2 Jahre später dann sage, ey. Also von daher, ja, hoffe, dass sich da keiner angegriffen fühlt. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Ne? Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu meint. Und wir sehen uns unten in den Kommentaren. Bis dann. Ciao.